Und herzlich willkommen zum 302. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mistress Alexa. Halli, hallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Ja, das Monatsende naht und ihr habt es schon wieder mitgekriegt. Wir haben... Ähm es wird sich knubbeln am Monatsende. Dafür sind ja einige Ferngespräche gekommen. Es war einiges an Terminen in diesem Monat, so dass dann die beiden Huxilla-Folgen, die beiden normalen Huxilla-Folgen in Anführungsstrichen am Ende des Monats kommen. Es gibt uns aber die Gelegenheit, einmal hier ganz kurz die Situation nach 300, die erste Episode einmal anzusprechen. Es ist ziemlich unglaublich, was ist da überwältigend. passiert ist. Ja, ich würde mal sagen, wir sind bei 84% des Ziels, das wir erreichen wollten, schon angekommen. Ähm, äh, vielen, vielen, vielen Dank für all diejenigen, die sich aufgemacht haben und einen kleinen Dauerauftrag eingerichtet haben. Und wenn es 50 Cent sind, die Masse macht das tatsächlich. Und ähm, ich war sehr nervös und habe gedacht, um Gottes Willen, wie wird das werden und äh, kann das gelingen? Und inzwischen bin ich doch eher der Ansicht, dass es gelingen kann. Es hat einige sehr, sehr großzügige Spenden auch gegeben. Deswegen können wir jetzt noch nicht vermelden. Wir haben es geschafft, weil wir das natürlich dann rausrechnen müssen. Wichtig für uns ist ja, dass wir ganz regelmäßig sozusagen ähm, Einnahmen haben, auf die wir uns in Anführungsstrichen verlassen können, damit wir dann unsere laufenden Kosten auch im Griff haben. Aber das sieht schon sehr, 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 sehr gut aus. Und Falls der ein oder andere sagt, ach Mensch, das hatte ich noch vor, also ein, ein paar mehr kleine Daueraufträge wären natürlich noch ideal, aber im Moment sind wir völlig geplättet. Genau, und ihr sorgt mit eurer Unterstützung dafür, dass wir vollkommen unabhängig agieren können als Hoaxilla, ohne jemanden, der uns hineinredet in das, was wir tun und das, was wir sagen. Und das macht uns unendlich froh und wir sind sehr erleichtert und äh, voller Dankbarkeit an euch da draußen, die ihr uns bei dieser Reise begleitet. Und ähm, ja, ihr seid einfach toll als Community. Vielen, vielen Dank. Also das Konzept, dass ähm, ihr eine Unabhängigkeit finanziert, auch von Werbung, von Plattformen. Das scheint aufzugehen und wenn ich mir das alles gerade wieder so angucke, dass auch Werbepartner, die bei uns angeklopft haben, inzwischen als maximal unseriös klingen, wo wir auch seinerzeit gesagt haben, das können wir eigentlich nicht machen. Das ist eigentlich die Bestätigung dessen, dass es am allerbesten funktioniert, wenn, wenn sehr viele Menschen mit einem kleinen Betrag was in den Hut werfen und wir dann unabhängig sein können, unabhängig von Cancel Culture, unabhängig von Stimmen. Und Mails, die sagen, entweder ihr gendert nicht mehr, sonst gibt es kein Geld oder ich, oder ich zahle nur, wenn ihr gendert oder wie auch immer. Äh, all das äh, nee, hat es eigentlich nicht gegeben. Es <laughs> hat eigentlich nur die Mails gegeben mhm. von irgendwelchen Menschen, die gesagt haben, nee, Geld gibt es nur, wenn ihr vernünftig sprecht. Und da bin ich dann nach wie vor so, dass ich sage, dann esse ich lieber eine Scheibe Brot weniger, als dass ich mir so reinreden lasse und mich von solchen ja. Menschen abhängig machen weil wir äh, möchte. Das machen, weil wir das möchten und weil wir davon überzeugt sind. Genau. Dass das für uns das Richtige ist. Und es geht auch nicht darum, dass jetzt, äh, also wenn jemand irgendwann sagt, nee, mir gefällt es jetzt nicht, oder wenn ihr nächstes Jahr feststellt, das hat sich nicht in die Richtung entwickelt, äh, die ich mir vorgestellt habe, dann könnt ihr uns halt auch canceln. Haha. Also es soll ja eben so sein, dass äh, viele kleine Unterstützer das für das große Ganze finanzieren. Und das ist ganz großartig. Und das scheint aufzugehen. Und wir haben ganz, ganz viele Ideen für das Jahr 2023. Und Dinge, die wir realisieren könnten, wenn wir uns Vollzeit um dieses Projekt kümmern. Und das sind auch Dinge, die natürlich euch zugutekommen. Äh, da wollen wir jetzt noch nicht die Pferde scheu machen, aber da überlegen wir natürlich schon in die Richtung. Es wird immer realistischer, dass wir solche Dinge machen könnten. Also insofern schaut noch mal rein, wenn ihr 300 die erste Folge nicht gehört habt. Auf YouTube könnt ihr euch das anschauen oder ihr hört noch mal in die Episode rein. Und ähm, dann allejenigen, die jetzt sagen, da habe ich übersprungen, hat mich nicht interessiert. Vielleicht doch einmal anhören. Und ansonsten machen wir jetzt einfach erstmal weiter mit der Folge. Genau, und ich kann voller Freude verkünden, dass diese Folge wieder so richtig schön spooky und auch sehr exzentrisch wird. Ja, auch das. Dann können wir das nochmal ansprechen, weil ja dann auch wieder immer Mails kommen, die sagen, ja, ja aber dann müsst ihr auch wieder mehr klassisches Hoxilla machen und dann ihr seid mir so politisch geworden. Das ist ja auch alles richtig und die Welt ist ja auch furchtbar politisch, aber wir haben jetzt in diesem Monat, auch bevor es solche Mails gab, im Grunde genommen zwei Themen rausgesucht, die mit Sicherheit für viele das Label bekommen würden, klassische Hookzilla Folgen. Und auch da wird es dann wieder jemanden geben, der sagt, ach, ihr habt so lange nichts mehr über Aliens oder UFOs gemacht, weil das haben wir ja in diesem Monat nicht im Köcher. Insofern werden wir weiter. Aber mit Sicherheit auch mal wieder. Na klar. Also unser Themenmix wird so weitergehen, wie ihr das gewohnt seid. Und auch da können wir euch beruhigen. Es hat sehr viele Ferngesprächsfolgen jetzt gegeben. Ich versuche, die anderen auch noch nachzuholen, damit wir dann up-to-date sind. Und dann wäre ja die Idee, dass alle Ferngespräche relativ schnell, nachdem sie live waren, im Podcast landen und zwei Folgen ganz normal erscheinen. Da hey. war noch was mit einer Story, ne? die wir jetzt machen müssen. Sollten wir vielleicht mal erzählen. <laughs> ich gucke mal, ob ich hier den Knopf für den Jingle finde. Die Story der Woche. Wir begeben uns in der heutigen Story schon mal auf den Highgate-Friedhof. Über den werden wir ja gleich noch intensiver reden. Auf diesem Friedhof liegen sehr, sehr viele interessante und bekannte Persönlichkeiten begraben. Unter anderem auch eine Frau, die bekannt geworden ist zu Lebzeiten durch ihre langen roten Haare und dadurch, dass sie die Muse eines Malers gewesen ist. Und diese Frau wurde ganz offiziell mit Erlaubnis der Behörden deswegen exhumiert, weil jemand aus dem Grab ein Buch zurückholen wollte. Das war die Begründung. Darum ging's. Das haben sie dann auch gemacht, wenn die Story denn stimmt. Und das alles ganz offiziell. Hat man ihr denn dann ein Buch mit? auf die Reise ins Jenseits gegeben oder ähm, ja das äh, war so sie hatte ein Buch dabei im Grab und dieses Buch musste zurückgeholt werden oder jemand wollte dieses Buch zurückholen und dafür musste man das Grab öffnen das ist eine finde ich sehr ungewöhnliche Begründung für eine Exhumierung das ist eine sehr ungewöhnliche Geschichte ja. mhm. da bin ich mal sehr gespannt ob das äh, mhm. stimmt <laughs> äh, oder ob das jetzt noch so eine erfundene Geschichte rund um den Highgate mhm. Friedhof ist. Da gibt es ja auch genug. Ja, und vielleicht auch die eine oder andere wahre Geschichte. Das wollen wir uns jetzt erstmal angucken. Thema der Woche. Das heutige Thema der Woche ist natürlich nach der Überschrift der Highgate Vampir, um den es gehen soll. Ein Vampir, der sich angeblich in, um und bei dem Highgate Cemetery <laughs> äh, in Camden in London befunden haben soll. Aber eigentlich ist es auch die Geschichte vielmehr doch eher von zwei Vampirjägern, mhm. äh, die etwas gejagt, gejagt haben, haben wollen. Und sagen sie. Eigentlich getötet haben wollen. Und eigentlich aber auch... Die Geschichte dieses sehr, sehr abgefahrenen Friedhofs, mhm. das müssen wir jetzt ein bisschen sortieren und wir haben jetzt glaube ich schon ungefähr 80 Prozent der HörerInnen verloren, <laughs> weil die sagen, was sind die denn da? Also fangen wir mal an. Wir erzählen eine Geschichte, die in den 70er, End, End-60er und dann in den 70er Jahren und dann natürlich in die... Moderne Zeit hinein, sag ich mal, in unsere Jahre hinein gespielt hat. Und das Ganze hatte den Highgate Cemetery, den Highgate Friedhof im Zentrum. Genau, das ist ein ziemlich großes Areal in Camden, London, mhm. also im Norden Londons und den gibt es seit 1839 ungefähr. Mhm. Ist ein, ein wunderschöner Friedhof mit einer großen Parkanlage. Äh, man kann ihn so ein bisschen vergleichen äh, mit dem Père Lachaise in äh, Paris. Ähm, und das ist ja auch ein ganz, ganz ungewöhnlicher und sehr, sehr romantischer. Ort, um den sich auch viele Geschichten ranken. Und ein bisschen der Friedhof in unserer Hamburger alten Heimat sozusagen. Der Ulsdorfer Friedhof. Der Ulsdorfer Friedhof ja, geht ja auch so ein das, bisschen in die ja, Richtung. Vielleicht. Aber ich glaube, der, der Highgate uh, Cemetery ist äh, nochmal besonders noch mal, äh, ein bisschen ja, mehr Grandeur. Irgendwie. Natürlich. Ähm, ja also 1839 ging das ganze los. Man hatte einfach keinen Platz mehr innerhalb äh, von London, um mhm. Bestattungen durchzuführen. Man mhm. musste irgendwie gucken, dass man an Areale außerhalb der Stadt dran kommt. Und dann gab es eben diese London Cemetery Company, die gesagt haben, wir haben jetzt hier Land äh, zur Verfügung angeschafft. Und wir können da Begräbnisstätten zur Verfügung stellen. Und interessant ist auch an diesem Friedhof, dass man schon ein bisschen im Kopf gehabt hat, dass es eben nicht nur ein Friedhof sein soll, wo man eben äh, Tote, wo man Verstorbene beisetzen kann, sondern auch ein Ort, wo Menschen wirklich hinkommen können, um zu trauern. Es war eine Zeit, in der das Bürger, bürgerliche Ritual des Trauerns im öffentlichen Raum, beziehungsweise an einem geeigneten Raum, eben diesem Friedhof, mhm. ähm, noch ähm, mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und insofern ist es ganz interessant, wie, eben wie man diesen ähm, Highgate-Friedhof angelegt hat als Parklandschaft und als Platz, wo man eben hinkommen konnte, um wirklich ähm, innerhalb der moralischen und gesellschaftlichen Vorstellungen von Trauer eben genau dieses zu tun, die Verstorbenen zu betrauern. So. Das ist der Ausgangspunkt. Also man hat da ähm, Monumente geschaffen, die wirklich wunderschön waren, hat sich da vom ägyptischen Stil auch inspirieren lassen, große Mausoleen angelegt, Engelstatuen äh, gibt es dort, Engel, die dann eben auch im Zuge des 19. Jahrhunderts ähm, einer Verschiebung der Darstellung als weiblich äh, dargestellt wurden. Und ähm, wir haben eben einen sehr, sehr grünen, sehr, sehr romantischen Ort. Soweit, so gut. Und es war natürlich ein Ort, wo man sich... Eigentlich eher bestatten lassen konnte, wenn man so richtig Geld hatte. Es gab zwar auch günstigere. Wollte gerade sagen, also nicht nur, aber Gräber, es war so ein bisschen genau. eher der, der. Ja, so prestigemäßig. Mhm. Und wir haben dort auf diesem Friedhof einige sehr, sehr bekannte Persönlichkeiten, die dort beigesetzt sind. Man kann den übrigens besichtigen. Ich glaube, der kostet inzwischen ein bisschen Eintritt. Und dann kann man den besichtigen. Der ist unter anderem Douglas Adams begraben. Oder auch George Michael, der bekannte Sänger Michael Faraday. Wer sich eher für die Experimentalphysik interessiert, wird dort fündig werden. Tatsächlich auch Karl Marx ist dort beigesetzt. Oder interessanterweise auch Alexander Litvinenko, ähm, seinerzeit, äh, der, ja. Ehemalige russische Geheimagent, Geheimagent der, der, man vermutet, es mit Polonium verliftet worden ist. Ja. Also, ein Friedhof, der also eben diese Parkfriedhöfe, die sowieso eine Bedeutung haben, so ein bisschen gepaart auch mit der Tradition der englischen... Gärten, des Gardenings, also ähm, ich habe schon zu Alexa gesagt, als wir uns auf die Folge vorbereitet haben, den will ich auch noch mal ja, sehen. Auf jeden Fall. Es ist eigentlich ähm, schlecht, dass wir das damals nicht gemacht haben, weil wir, wir noch regelmäßig nach London gereist wir konnten, sind. Wir konnten nicht überall hin. <laughs> ähm, und ähm, das ist so ein bisschen ähm, die Szenerie, äh, vor der das Ganze spielt. Jetzt müssen wir noch mal vor Augen halten, weil das auch wichtig ist, dass dieser Friedhof dann im Zweiten Weltkrieg auch bebombt worden ist, da auch viel zerstört worden ist und dann so über die Zeit auch ja verfallen ist, weil sie sich da auch ja. nicht mal wirklich drum kümmern wollte und dann so in den in die, in die 60er, 70er Jahre hinein so eher so ein verfallener Friedhof waren jetzt nicht so ein Schmuckstück auch das muss man noch mal erwähnen. Ja, oder sagen wir mal so ein Schmuckstück der anderen Art. Es ist ja auch interessant, dass wir uns jetzt für diese gruselige Geschichte nicht mehr im 19. Jahrhundert befinden, sondern dass wir wirklich diesen ja fast hundertjährigen Sprung auf einmal machen, also zu einem Highgate Friedhof, der wie du hast es gesagt, verfallen ist wo auch nicht mehr viele Menschen da waren, die die Gräber instand gehalten haben, denn diese Menschen sind auch häufig in diesen beiden Weltkriegen eben äh, verstorben. Und es fehlte das Geld, um das Ganze instand zu halten. Also war alles überwuchert. Es gibt da eine Beschreibung ähm, von jemandem, der sich das angeschaut hat, der meinte irgendwie, also man braucht ja normalerweise, wenn man durch London geht, keine Machete, aber da wäre das ganz gut gewesen, weil man sich da wirklich mhm. durch den Busch kämpfen musste und weil ähm, das natürlich dann dem ganzen noch mal so eine andere konnotation gibt also wir haben nicht nur einen friedhof der ja in unserer kulturellen vorstellung inzwischen auch ohnehin schon nicht nur ein memento mori ist sondern auch mit unheimlichen vorgängen verknüpft ist mhm. sondern wir haben auch noch einen verfallenen friedhof der von der natur schon fast zurückerobert worden ist und der dann noch mal auf einer ganz anderen Ebene den, den Verfall, die Vergänglichkeit und das Unheimliche widerspiegelt. Und dann haben wir eine Zeit Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre in Großbritannien, auch gerade in der Gegend um London herum, wo sich gesellschaftlich eine ganze Menge getan hat. Es wurde aufbegehrt gegen die bestehenden äh, gesellschaftlichen äh, Zwänge, sage ich mal, oder oder Normen. Das heißt, es gab so eine Art sexuelle Revolution natürlich. Es wurden auch Drogen konsumiert ähm, und es gab gerade auch in Großbritannien so eine Bewegung zum Okkulten hin. Auch so die, das Experimentieren mit Satanismus und all diese Dinge waren durchaus äh, angesagt. Und wir müssen uns also jetzt vorstellen, dass wir in, in, in dieser Zeit der gesellschaftlichen Umbrüche einen, ja, relativ verfallenen Friedhof mit, du hast die viktorianischen Statuen angesprochen, da sind auch Bauwerke drin, Bögen drin, ähm, das konnte man vorfinden, die Tore eingefallen und man konnte da des Nächtens in so einem Parkfriedhof verschwinden und im Grunde genommen das tun, was man so tun wollte. Ob das jetzt ethisch, moralisch alles okay war, lassen wir mal dahingestellt. Aber das ist so ein bisschen die Szenerie, ähm, die wir zeichnen wollen, damit ihr einordnen könnt, was jetzt im Grunde genommen kommt und ja. passiert. Also ich fand es ähm, bei den äh, Quellen, die wir uns angeguckt haben, zu diesem Thema nicht ganz leicht zu sagen, was davon ist jetzt aufgebauscht in den Medien und mhm. was hat da tatsächlich stattgefunden? Also es werden sich sicherlich Jugendliche da versammelt haben und Partys gefeiert haben, die vielleicht auch ein bisschen inspiriert sind von dem, was man so aus der Popkultur als Satanismus kannte. Mhm. Also ich wage mal zu bezweifeln, dass das Leute sind, die wirklich sich mit Alistair Crowley und LaVey und so weiter beschäftigt wirklich. haben. Ähm, aber vielleicht eher Jugendliche, die so ein bisschen Satanismus gespielt haben und äh, entsprechend da auch Sachen hinterlassen haben. Vielleicht Kerzen, die zu einem Pentagramm aufgestellt waren und solche Scherze. Ähm, das ist auf jeden Fall die Bühne, die wir bereitet haben für die Geschichte, das, beziehungsweise das ist eine Seite. Wir haben ja schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts nochmal ein Aufkommen dieser Geisterbegeisterung, ähm, dieses äh, Spiritismus. Wir haben es schon oft erwähnt, die Fox-Schwestern mhm. und so weiter, die mhm. dann wirklich so eine Welle losgetreten haben. Wobei das, das müssen wir noch mal kurz einordnen. Das war eher so 1840. Genau, seit Mitte so des Zeit. 19. Genau. Jahrhunderts. Genau, das setzt sich natürlich fort. Wir haben ja auch ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine große Begeisterung für das Okkulte. Wir haben natürlich in Großbritannien auch Gesellschaften, die sich mit der paranormalen Forschung auseinandersetzen, schon seit dem 19. Jahrhundert. Also mhm. Die Briten und ihre Geister, das ist jetzt keine Geschichte, die irgendwie so aus dem Nichts entsteht, das hat schon eine relativ lange Tradition. Mhm. Und so gibt es natürlich schon in Highgate, schon bevor der Friedhof existiert, Geistergeschichten, die dort gespielt haben sollen. Und natürlich seit... Der Friedhof existiert. Den hat man übrigens, das haben wir gar nicht gesagt, nochmal erweitert. Mhm. Also es existierte erst ein Teil ab 1839. Dann hat man ähm, diese äh, Gegend um die Straße Swinelane Lane äh, nochmal äh, dazugenommen, so dass diese Straße zwei Teile des Friedhofs voneinander trennte, den Ost- und den Westteil. Mhm. Das heißt also, man hat ein Riesenareal. Und da gibt es auf beiden Seiten dieser Straße und auf der Straße selbst Geistergeschichten, die da spielen. Also das ist in der Bevölkerung bekannt. Das erzählt man sich und insofern kommt es nicht von ungefähr, wenn wir gleich noch mal der Geschichte einen äh, Turn geben, die so ein bisschen mehr in Richtung ja, angeblichem Vampirismus geht. Genau. Also ich glaube, wir haben so den äh, im, im Grunde genommen die Szenerie gemalt. Und jetzt gehen wir mal in das Jahr 1970. Ähm, ab 1968 kann man dann finden, dass es Geschichten gibt von geisterhaften Erscheinungen, wollen wir es mal so formulieren, rund um den Highgate Cemetery. Und da ist es so, dass... Ähm, junge Mädchen berichten, dass sie da was gesehen haben und verschiedene andere Personen berichten, dass sie da was gesehen haben. Und dann erscheint, und das ist quasi sozusagen der Kickoff für all das, was wir gleich erzählen werden, im der Zeitschrift Hampstead and Highgate Express. Ich muss es übrigens sagen, die wird abgekürzt in der Bevölkerung als The Ham and High. Also, die sagen nicht uh, The Hampstead and Highgate Express, sondern The Ham and High. Das finde ich irgendwie sehr, sehr niedlich. Genau. Und da erschien am 6. Februar 1970 ein Leserbrief, den haben wir mal, damit wir nicht so, ähm, stolpern beim Übersetzen, genau, haben wir mal ins Deutsche übersetzt und vielleicht magst du den mal einmal verlesen, Alexa, diesen genau. Leserbrief. Ein Leserbrief vom 6. Februar 1970. Gespenstische Spaziergänger in Highgate. An manchen Abenden gehe ich an den Toren des Highgate Cemetery vorbei nach Hause. Bei drei Gelegenheiten habe ich hinter den Toren am oberen Ende der Swains Lane etwas gesehen, das wie eine geisterhafte Gestalt aussah. Die erste Sichtung war an Heiligabend. Ich sah für ein paar Sekunden eine graue Gestalt, bevor sie in der Dunkelheit verschwand. Auch die zweite Sichtung, eine Woche später, war kurz. Letzte Woche tauchte die Gestalt nur wenige Meter hinter den Toren auf. Dieses Mal war sie lange genug da, um sie viel klarer zu sehen. Und jetzt fällt mir keine andere Erklärung ein, als dass diese Erscheinung übernatürlich war. Ich habe keine Kenntnisse auf diesem Gebiet und es würde mich interessieren, ob andere Leser etwas in dieser Art gesehen haben. David Farrand, 9 Priestwood Mansions and Six. Genau. David Ferrand wird eine der beiden ganz entscheidenden Persönlichkeiten mhm. in dieser Geschichte sein. 6. Februar 1970, zum dritten Mal sagen wir das Datum, damit man sich <laughs> merken kann. Da erschien dieser Leserbrief zu den Erfahrungen von David Ferrand mit okkulten Dingen werden wir nachher nochmal ein, zwei Worte verlieren. Und das hat viele Leute sehr, sehr interessiert, tatsächlich. Und dann erschien äh, wenige Tage später, nämlich am 27. Februar in The Ham and the High, ein Interview mit einer anderen Persönlichkeit, äh, und die trug die Schlagzeile: "Geht ein Vampir? Ich sage das jetzt mal, so weit mit Y hat, sie auch geschrieben und mit w ist, sogar im Original ähm, ja. in Highgate um." Dass die Schlagzeile, also geht ein Vampir in Highgate um und äh, ich lese diesen Artikel auch noch mal einmal in der deutschen Übersetzung vor, der also dann drei Wochen später ungefähr erschienen ist. Wir wollen Sie nicht erschrecken, aber der Geist des Highgate Cemetery könnte ein Vampir sein. Das sagt der Mann auf der linken Seite, also war ein Screenshot, Sean Manchester, Präsident der British Occult Society. Er behauptet, umfassende Recherchen und Ermittlungen in der Angelegenheit durchgeführt zu haben. Herr Manchester, ein 25-jähriger Fotograf, sagte: Das Phänomen, von dem die Leute aus Highgate in Briefen an die Hammond High berichteten, ist nicht nur die Erscheinung eines erdgebundenen Geistes, der relativ harmlos ist, sondern viel schlimmer, das eines Vampirs. Oder, wie es besser bekannt ist, eines Vampirs. Also dann Vampire, dann mhm. in der richtigen Schreibweise. Seine Theorie ist, dass der Vampirkönig der Untoten. Ursprünglich ein Adliger, der sich in der mittelalterlichen Walachei irgendwo in der Nähe der Türkei mit schwarzer Magie beschäftigte, wieder wandelt. Seine Anhänger brachten ihn Anfang des 18. Jahrhunderts in einem Sarg nach England und kauften ihm ein Haus im West End, sagt Mr. Manchester. Seine unheilige Ruhestätte wurde der Friedhof von Highgate. Als Teile Großbritanniens vor Jahrhunderten vom Vampirismus heimgesucht wurden, war die Gegend von Highgate das Zentrum vieler dieser Aktivitäten. Und ist es bis heute geblieben. Und jetzt, wo so viele Gräber durch Satanismus entweiht werden, bin ich überzeugt, dass dies auf dem Highgate-Friedhof passiert ist, als eine Gruppe von Satanisten versuchten, den Vampirkönig wiederzubeleben. Im Gegensatz zur British Society for Psychic Research glaubt die British Occult Society, die keine formelle Mitgliedschaft hat, Mitgliedschaft hat aber Korrespondenz mit 50 bis 100 interessierten Personen pflegt, an die Bekämpfung von Magie durch Magie. Einige Anhänger haben Nächte auf dem Friedhof von Highgate verbracht. Mr. Manchester fügte hinzu, wir möchten den Vampir auf die traditionelle und bewährte Weise austreiben. Kurz nach Sonnenaufgang zwischen Freitag und Samstag mit einem Schlag einen Pfahl durch sein Herz treiben, den Kopf mit einer Totengräberschaufel abschlagen und die Überreste verbrennen. Das taten die Geistlichen vor Jahrhunderten. Aber wir würden heute das Gesetz brechen. Er erfuhr von Vampiren aus Büchern des geistlichen, des geistlichen Reverend Montague Summers eine Autorität auf dem Gebiet des Okkulten. Und Bram Stokers Romane basieren auf Fakten. Auf dem, was die Leute ihm gesagt haben, fügt er hinzu. Einer der geschäftigsten Exorzisten Großbritanniens, Reverend John Neil Smith, Pfarrer von St. Saviours in der Eaton Road, Hampstead, sagte, ich glaube, die ganze Idee von Vampiren ist wahrscheinlich eine romanhafte Ausschmückung. Und nach diesem Interview und dem Vampirkönig hatten wir jetzt plötzlich zwei Menschen, weil dann nämlich David Farrington dann sie auch wieder mit Briefen äußerte, die im Grunde genommen die Deutungshoheit der Geschehnisse ähm, an sich reißen wollten. Und hier ist es übrigens ganz interessant, dass der Sean Manchester als 25-jähriger Fotograf bezeichnet wird. Kurz darauf ist er dann als Bischof <laughs> ja. einer Kirche der alten Christen, so hat er es dann genannt, aufgetreten und war dann plötzlich Bischof einer eigenen Kirche. Und, und wenn man ihn auf Fotos sieht, also er trägt wirklich einen Talar und so eine... Äh, Mitra. Kappe, ja. also, wie ja. heißen die Mitra, diese Kappen? Ich weiß es gar nicht. Also sowas trägt er dann auf alle Fälle, sieht er halt auch aus wie ein Priester, ist aber natürlich kein geweihter Priester einer, sagen wir mal, offiziellen Kirche. Und David Ferrand, der in dem Brief, den Alexa vorgelesen hat, noch gesagt hat, ich habe da gar keine Erfahrung. Das stimmt so auch nicht. Das stimmt so auch nicht, ist nämlich eigentlich aufgewachsen in einer Familie, die sehr dem Okkulten zugetan war. Man glaubte an, das, eine, an die Existenz eines Lebens im Jenseits und all dieser Dinge. Und ähm, relativ schnell hat er sich auch dann darauf festgelegt, dass im Grunde genommen das also eine übernatürliche Wesenheit ist, die sich dort im Highgate Cemetery herumtreibt. Und fortan standen diese beiden Herren in Wettstreit um, ich sage das mal, das Rampenlicht im Grunde genommen, weil beide im Grunde genommen jetzt diesen Friedhof... Ähm, ja. Als Jagdgebiet, war genau. sie das eigentlich betrachtet. Also beide haben sich auf die Fahnen geschrieben, dieses Wesen, ob es nun ein Vampir ist oder irgendwas anderes, äh, jagen und zur Strecke bringen zu wollen. Die, ähm, die Vorgehensweise hat sich so ein bisschen unterschieden. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der David Farrand... Erstens so ein bisschen eher dem Geisterglauben zugeneigt war mhm. und dann auch er gesagt hat, ähm, ich weiß nicht so genau, was das ist. Ähm, gucken wir mal. Ähm, er hat ja schließlich auch noch diesen Aufruf gestartet und gefragt, ob andere Leute was gesehen haben, was übrigens dazu geführt hat, dass das in den Medien ziemlich hochgekocht ist und natürlich sich andere Leute gemeldet haben, die gesagt haben, ich habe da auch irgendwas Komisches gesehen. Also es ist natürlich, wenn du so vorlegst... Auch nicht äh, verwunderlich, wenn andere Leute dann sagen: Ja, da ist mir auch was Merkwürdiges passiert. Ähm, wir werden hinterher nochmal, äh, denke ich, darauf eingehen. Es gibt einen, einen ziemlich guten Aufsatz von einer Religionswissenschaftlerin, Religionshistorikerin, Anna-Katharina Höpflinger, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt hat und vor allem in dem Zusammenhang zwischen der materiellen Welt eines Friedhofs und der Vorstellung, also der Erwartungshaltung, die wir an so eine Welt haben und der sozialen Praktik. Also in diesem Fall bezieht sie soziale Praktik oder kulturelle Praktik auf das ja, Geister- bzw. Vampirjagen. Ich gehe nicht ganz mit ihr d'accord, weil sie sehr darauf abzielt, dass die Inspiration für Ferrand für und für, Manchester vor allen Dingen, der ja sehr darauf erpicht ist, dass das Ganze ein Vampir ist, nur ausschließlich von äh, Bram Stoker und äh, den einschlägigen Horrorfilmen der 60er, 70er Jahre, aus, auch aus Großbritannien inspiriert ist. Ich denke mal, ähm, dass die Vorstellung eines bösartigen Toten, eines Wiedergängers, das haben wir ja auch schon öfter mal äh, besprochen, schon weiter zurückgeht, auf jeden Fall auch schon aufs 18. Jahrhundert, auf diese Wiedergängersagen. Und auf die äh, Quellen letzten Endes, mhm. die Stoker ja dann wiederum auch äh, in Dracula verwendet hat. Also, ich glaube nicht, dass Manchester dieses Traktat vom Kauen und Schmatzen der Toten in den Gräbern gelesen hat, sondern mhm. er wird schon, er, das schreibt er ja auch, sich auf äh, Bram Stoker bezieht, nur mhm. der wiederum nimmt natürlich die Inspiration aus den vorangegangenen Jahrhunderten auch noch mit und auf in seinen Roman. Und wir erleben aber trotzdem, wie so die Friedhöfe sozusagen, ja, fast wie so ein, wie so ein Brennglas äh, ja. für eine modernere Gesellschaft ein Stück weit, ja. Äh, ja da so die Schwelle zwischen Leben und Tod definiert haben ähm, und da sich dann ganz viel dran entbrannt hat. Interessant übrigens bei Manchester nochmal als Persönlichkeit, ähm, dass er selber heute, das kann man immer finden, das wir werden euch einen Artikel verlinken, bei dem dann auch immer die Quellen zitiert werden. Er bezeichnet sich selber als Nachfahren von Lord Byron mhm. inzwischen. Und er sei auch irgendwie verwandt mit König Artus. Auch das hat er wohl mal äh, in einem Podcast, glaube ich, erzählt. Sollte man als ich das guter Brite sollte man das vielleicht auch noch mit sind dem Sie, Lebenslauf sind, drin haben. Genau. Ja. Ähm, die Geschichte, äh, wir gehen nochmal gleich so auf den einen oder anderen Punkt ein. Aber äh, 1985 hat dann Sean Manchester ein Buch veröffentlicht, das den Titel trug The Highgate Vampire. Und äh, Farrand, äh, sein Konkurrent, hat dann 1991 ein Buch veröffentlicht, das dann hieß Beyond the Highgate Vampire. Also das heißt, da sehen wir schon, irgendwie wollten die beiden dann auch immer in den Medien sein. Es gab allerdings, äh, und das müssen wir jetzt noch mal aufarbeiten, 1970 dann noch ein Ereignis, mhm. was ähm, diese ganze Geschichte noch mal ein bisschen besonderer macht und auch so ein bisschen so eine, ja wie soll man sagen, ähm, so ein Hype oder 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 so eine äh, kollektiven, äh, ja, ich ja, nee, jetzt das, wieder nicht sagen, weil das ableistisch das ist, ist, aber. Das ist ein Medienhype. Es ist wirklich ein einfach ein Medienhype. Der aber zu Konsequenzen ja geführt hat. Ja, ja, zu ganz realen Konsequenzen. Also das Ganze dreht sich darum, dass ähm, es einen Exorzismus mit Ansage geben sollte. Also, Manchester hat gesagt: Am Freitag, den 13. März 1970, ich äh, begebe mich dahin, ich jage äh, den Vampir, der da umgeht, und ich möchte ihn exorzieren, ich möchte ihn vernichten. Und ähm, ich weiß nicht, so also ist jetzt natürlich die Frage, ob er im Kopf hatte, dass äh, das auch andere Leute mitkriegen. Auf jeden Fall ist das natürlich äh, in den Medien ähm, hochgespielt worden, das ist sogar im Fernsehen darüber berichtet worden, ein Interview worden. gemacht mit ihm, weil Interview das angekündigt gemacht. hat. Genau. Ja, und dann waren da halt so ein paar Leute dann am Freitag den 13. Äh um nicht Mehr zu sagen, ernst? um nicht zu sagen, es war dann tatsächlich ein so, Mob. dass Hunderte von ja. Menschen auf diesen äh, Friedhof äh, zustürmten, alle bewaffnet mit Hämmern, äh, Kreuzen und auch Pfählen. Und die Polizei ähm, hatte schon so ein bisschen ein ungutes Gefühl und wollte das aufhalten. Aber es waren viel zu viele Polizisten und ist, das Areal ist auch riesengroß. Das heißt, da sind dann tatsächlich, äh, ja, ist ein Mob über diesen Friedhof hereingebrochen. Ähm, da sind auch Gräber beschädigt worden. Es sind äh, Die Totenruhe wurde erheblich gestört. gestört ja. Mausoleen geöffnet. Ähm, also wirklich. Äh, b, 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 Die Leute waren gestochen. Ja, genau. Ja. So eine Frenzy ist irgendwie das englische Wort für das mir jetzt gerade kein deutsche äh, keine deutsche Übersetzung so schnell einfällt. Und äh, es wurden tatsächlich Leichname geköpft. Sie wurden äh, gepfählt und ähm, das war natürlich etwas, was äh, man nicht haben wollte. Und rund um diese Ereignisse herum fand das dann auch immer wieder statt. Mhm. Man hat dann irgendwann auch auf einem der Wege äh, dieses äh, Friedhofs die Leiche einer vermutlich vor hunderten von Jahren verstorbenen Frau gefunden, die dann auch gefehlt war, wo der Kopf fehlte. Also die Totenruhe ist da massiv äh, gestört worden. Und dann gab es die nächste Situation, dass dann irgendwann David Farrand auf diesem Friedhof verhaftet wurde. Mit Pflock und Kruzifix. Mit Pflock und Kruzifix. Und wir erinnern uns Farren war der derjenige, der am Anfang gar nicht so auf dieser Vampirnummer geritten ist, sondern eher so von so einem Specter, von so einem Geist, von einer Erscheinung gesprochen hat. Und die Polizei hat ihn dann verhaftet und er ist angeklagt worden. Wegen Störung der Totenruhe. Ähm, und er hat in einem Interview, das kann man sich sogar auf YouTube angucken, mal selber gesagt, er sei wegen Vampirjagd, nee, Vampir ja, genau, ja. äh, verhaftet worden. Ähm, das stimmt so nicht. Ganz, das war also. natürlich nicht die Anschuldigung. <laughs> er ist dann auch tatsächlich, obwohl er das immer geleugnet mhm. hat, also er hat immer nur gesagt, er hätte ähm, bei den Besuchen auf dem Highgate Cemetery die satanischen Hinterlassenschaften, also Pentagramme und so entfernt von den Gräbern, um eher die Totenruhe wiederherzustellen. Das war immer seine Aussage. Man hat ihm nicht geglaubt, er ist verurteilt worden und ist dann zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, von denen er tatsächlich auch drei abgesessen hat. Und es gab dann allerdings in dieser ähm, ja, in dieser Zeit, äh, auch noch dann das Aufschaukeln zwischen Manchester und Ferrand, die dann dazu führte, dass es tatsächlich, und Sie hören richtig, liebe ZuhörerInnen, <laughs> wenn ich das jetzt sage, es sollte ein magisches Duell dann geben. Wir sprechen nicht von Harry Potter. Nein, wir reden tatsächlich von der Realität. Von der Realität, ein magisches Duell zwischen ähm, äh, den beiden äh, Personen, John Manchester und äh, David Farrand, mhm. das Ganze sollte stattfinden am 13. April. Als Ort war der Parliament Hill in Hampstead ausgemacht. Die Polizei fand das nicht so klasse nach den Erfahrungen, die sie vorher gehabt hatten und haben dann aber eben eine Delegation abgeschickt. Es ist dann aber letztendlich nicht zu dieser Auseinandersetzung gekommen. Die hat nicht stattgefunden. Und das war wahrscheinlich auch relativ gut, dass das ja. der Fall war. Durch diese ganze Fehde, die sich über mehrere Jahrzehnte hingezogen Übrigens, hat. Ich habe das ja vergessen, Entschuldigung, ich sagte es am 13. April 1973, ja. also drei Jahre genau, später. Genau, also das sein. so lange ging das genau. auf jeden Fall schon, diese ganze Fehde zwischen Ferrand und Manchester. Und hat sich aber über Jahrzehnte hingezogen und war eben wirklich geprägt von sehr, sehr übler Nachrede. Also gerade Manchester hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Er hat bei jeder Gelegenheit betont, dass ähm, Farrand ja ein äh, überführter Verbrecher sei. Nachdem er, er tatsächlich mal im Gefängnis war. Wegen dieser Angelegenheit. Mhm. Das war dann aber 1974. Ja. Also auch das noch mal erwähnt. Also 1974 ist er dann verhaftet worden. Das heißt, erst war dieses angebliche mhm. Duell, äh, was dann doch nicht stattgefunden hat. Und äh, dann ähm, wurde er verhaftet. Die verurteilt, weiter. Genau, und dann, dann haben die beiden ihre Bücher geschrieben, Manchester 1985, Farrett 1991. Genau, genau. Und man hatte die ganze Zeit das Gefühl, die versuchen sich da wirklich gegenseitig immer auszustechen ja. und auch möglichst viel Medienaufmerksamkeit für die eigene Person zu generieren. Also jeder hat versucht, erstens dem anderen eins äh, drüber zu braten, mhm. verbal. Und auf der anderen Seite sich selber als den großen Vampirjäger darzustellen, der dann die Bestie letzten Endes auch äh, zur Strecke bringt. Gerade Manchester hat sich da sehr, sehr inszeniert und hat dann irgendwann auch gesagt, so, ich hab den jetzt gekillt, äh, das war's. Ähm und es kam dann auch sogar so weit, dass es Gerüchte gab, David Farrand würde Haustiere um die Ecke bringen, um sie bei satanischen Ritualen zu eröffnen. Naja, na, ja, also es war eher noch präziser, gibt es eine Quelle, die beschreibt, dass das sein Weg mhm. gewesen sein sollte, um diesen, diese Erscheinung, den Highgate Vampire zu bannen. Ja. Ähm, er hatte vor, er war ja im, im Wicker-Kult inzwischen angekommen mit seiner Lebensgefährtin und einer weiteren Frau, ähm, so wird es ihm dann nachgesagt, ähm, sollte eine Katze geopfert werden, die er, wird es auch nachgesagt, ähm, betäuben wollte, aber es sollte halt Blut fließen, alles gerüchtemäßig. Äh, das wurde ihm nachgesagt. Äh, und Problem dabei war, dass Ferent tatsächlich irgendwann mit zwei leicht bekleideten Frauen auf diesem Friedhof Fotos gemacht hatte. Das war jetzt ein etwas belastend, sozusagen, für all diese äh, Dinge. Ähm, und dann verschwand die Katze eines Nachbarn von dem Friedhof und tauchte nicht mehr auf. Und das führte dazu, dass dann die Medien äh, ihn und auch Tierschützer angezeigt hatten als äh, Tierquäler. Er stellte sich dann aber im Nachhinein raus, also er hat dann dagegen geklagt letztendlich und stellte sich, also man konnte ihm das nicht beweisen, dass er das gemacht hat, zum Glück. Muss ja, also er hat den Prozess erwähnt. gegen diese Zeitung News of the World tatsächlich gewonnen. Also das war üble Nachrede letzten Endes, beziehungsweise man konnte nicht nachweisen, dass daran wirklich was ist. Aber er hat natürlich auch wirklich Schmuck gemacht. Also dieses Posieren da auch ja. auf dem Friedhof und dieses Inszenieren und auch dieses, dieses schräge Wicker angehauchte. Also er bezeichnete sich ja auch als Wicca-Anhänger. Als ähm, das hat, glaube ich, vielen Menschen, die da wirklich dran glauben, irgendwie nichts Gutes getan. Also es hat schon irgendwie so ein paar Leute, glaube ich, arg pikiert. Und er hat natürlich dann noch einen nachgelegt. Er hat mhm. nämlich dann, als er herausgefunden hat, wer ihn da angezeigt hat, diesen Personen Voodoo-Puppen ja. geklickt, in denen er Kopf wirklich also <laughs> reingepinnt hat und dann sozusagen als Signal, dass das seine Rache ist. Also, um es mal kurz nochmal zu überreißen: Die beiden sind einfach mega schräg. Genau und haben beide also wir werden auch das ein oder andere YouTube Video vielleicht noch mal verlinken aus der Zeit wo sie aufgetreten sind also schon so mit rüschenklamotten und wir haben ja schon gesagt dass Sean Manchester dann zum Teil auch in so einer Priesterrobe rumgelaufen ist und in der Bischofsrobe angeblich immer sein Vampirjagd äh, Ausrüstungsding sie dabei hatte dabei hatte also die beiden den ging schon auch, glaube ich, ein ganzes Stück weit darum, äh, dass sie sich äh, darstellen sollten. Es gibt einen sehr interessanten Ausschnitt. Auch das werde ich euch nochmal verlinken. Eine Talkshow. Ähm, so ein bisschen wie der heiße Stuhl, wer das noch kennt. Ähm, interessanterweise auf dem eigenen YouTube-Kanal von Sean Manchester, der ja noch lebt, ähm, da hat er das hochgeladen, wo ihn ein Zuschauer Einfach unfassbar beschimpft und sagt, sie reden doch hier die ganze Zeit Unsinn. Sie können mir doch nicht erzählen, dass das, was Bram Stoker geschrieben hat, die Grundlage ihres Handelns ist. Das ist so ein bisschen fremdschamig, sich das, sich das anzuschauen. Man sieht aber auch, wie sehr Sean Manchester da im Grunde genommen in sich ruht. Und, und diese Geschichte erzählt und wir erleben natürlich auch wie in den 80er Jahren so ein bisschen dieses Krawall-TV auch in Großbritannien ja. ähm, anstand. Interessant ist nämlich, dass da dann diskutiert wurde, dass Sean Manchester im Gegensatz zu Ferent ja dann behauptet hat, er habe diesen Vampir genau. gebannt, getötet ja, ja. und dann sei das vorbei gewesen. Äh, er hat nämlich folgendes behauptet, er sei dann immer, also... Man, wenn man ihn fragt, ob er noch auf diesen Friedhof geht, sagt er immer, das kann er nicht bestätigen oder das will er nicht bestätigen. Oder aber er sagt, seit er Vampir gebannt ist, muss er da gar nicht mehr hingehen. Das ist auch immer so ein bisschen widersprüchlich, je nachdem, was man so liest und wen man fragt. Ähm, er soll in der Zeit tatsächlich in Gräber geschaut haben und soll dort nach Särgen mhm. oder einem Sarg geschaut haben, der da nicht hingehört. Ja, so hat er der fehl am Platz ist. Genau. Und er hat ihn auch vermeintlich gefunden, sagt er. In einem Anwesen, in einem verfallenen Anwesen, was dann aber neben äh, dem Highgate Cemetery gewesen ist, also nicht im heiligen Boden. Und er beschreibt dann, dass er dann, als dieser Sarg da plötzlich in diesem Anwesen, in diesem Menschen aufgetaucht ist, äh, sie den Sarg geöffnet haben, dann tatsächlich die äh, darin enthaltene Leiche, die ganz offensichtlich ein Vampir war, geköpft haben, gepfählt haben und dann verbrannt haben. Und seitdem sei dann ja auch der Highgate Vampir gebannt gewesen. Es gibt. Menschen, die sehr ausführlich nachrecherchiert haben, auch da werde ich euch noch mal einen Link äh, unter die Episode auf wuxila.com setzen. Da könnt ihr das mal nachlesen. Die haben dann geschaut, welches Anwesen könnte es denn gewesen sein. Also es gibt überhaupt gar keinen Beweis dafür, mhm. dass da irgendwo eine Leiche verbrannt worden ist, um das mal vorwegzunehmen. Ähm, und das Anwesen, was dann scheinbar das ist, was Sean Manchester äh, gefunden hat, hat ein Register der Bewohner gehabt. In Großbritannien ist da sehr viel auch dokumentiert worden, gerade wenn es um High People oder gar Adlige ging und in diesem Haus hat halt überhaupt gar keiner aus fernen Landen jemals gewohnt. Und wer sich jetzt noch mal an so die Dracula-Geschichte von Bram Stoker erinnert, wo ja auch der ähnlichkeiten sind rein zufällig, sag mhm. per Schiff nach Großbritannien gebracht wird, damit dann äh, Graf Dracula in einem Anwesen dort. Äh, also vielleicht hat er auch das Buch ein bisschen aufgelegt. Also, diese ganze Geschichte, die lässt mich so ratlos zurück. Ich kann es einerseits. Also, ich kann einerseits die Medien schon irgendwie verstehen, die sagen, oh, das ist aber eine spannende Geschichte. Zwei Magier, die sich da irgendwie duellieren wollen ja. und die beide auch noch sagen, wir wollen da jetzt irgendwelche Geister oder eben einen Vampir zur Strecke bringen auf diesem sehr, sehr pittoresken, verfallenen Friedhof. Ja klar also dass, dass du dich da als zeitungsredakteur in äh, darauf stürzt und sagst äh, da machen wir eine story draus und auch wenn das jetzt über jahre geht wann immer es sich anbietet dann nehmen wir es halt irgendwie mit auf weil das ist halt irgendwie das ist so eine Art von, von realem Grusel, äh, der noch okay ist. Es sei denn, du hast natürlich jemanden, den du äh, gern gehabt hast und der auf dem Highgate-Friedhof äh, begraben ist und dessen Totenruhe gestört wird. Genau. Dann ist es natürlich nicht mehr lustig oder angenehm gruselig. Dann wird es sehr, sehr unschön. Mhm. Aber das kann man den Leuten irgendwie zumuten. Das ist mal was anderes als Wirtschaftskrise, als äh, drohender Krieg, äh, Kalter Krieg. Ähm, und äh, andere Dinge in der Richtung. Ähm, also, das kann ich nachvollziehen. Und jemanden, der sagt, äh, Bram Stoker ist meine Bibel und alles, was der geschrieben hat, das ist inspiriert von wahren Begebenheiten und das tatsächlich ist das so. Ähm, gut, wir haben einfach Menschen, die ähm, an, an merkwürdige Dinge glauben, ob das nun im Bereich der Esoterik ist oder eben auch äh, in diesem Bereich. Interessanterweise, wenn du einige Leute ähm, dir anguckst, die äh, auf Geisterjagd gehen, die wirklich ähm, denken, dass man mit Toten kommunizieren kann und das Geister zum Beispiel, indem sie ihrer Umgebung Energie entziehen, sich irgendwie manifestieren können und das kann man dann mit äh, Geräten messen, was die da machen, diese Erscheinungen, äh, die sagen dann trotzdem, ja, aber bei Vampiren hört es äh, bei mir halt auf. Also ich glaube zwar daran, dass äh, Tote noch hier auf dieser Welt irgendwie sich materialisieren können und hier etwas ausrichten können oder dass wir mit ihnen kommunizieren können aber an Vampire glaube ich da nun wirklich nicht. Also das findet man immer wieder und insofern finde ich es wahnsinnig spannend, dass ab den ähm, 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch mal so ein Vampir Hype losbricht. Das ist das eigentlich ungewöhnliche, finde mhm, ich mhm. und es stimmt schon, was die Frau Höpflinger äh, geschrieben hat, dass das natürlich in erster Linie mit der Popkultur zu der Zeit äh, zusammenhängt. Es sind ja sogar Vampirfilme auf diesem verfallenen Highgate Friedhof gedreht worden. Also klar, was macht man mit so einem Gebiet, was so runtergekommen ist und was so super gruselig ist und so äh, romantisch. Man dreht da Filme. Klar, das dauert nicht lange, bis man auf sowas kommt. Sogar einen der bekannteren äh, Vampirfilme mit, äh, äh, Gott, wie heißt er denn? der bekannte äh, Nicht Christopher Lee. Christopher Draculas Rückkehr, wo also dann in die, die Geschichte fortgeführt wird und Dracula ähm, dann äh, ja im Grunde genommen äh, auf diesem Friedhof äh, wieder aufersteht. Also da gibt es tatsächlich äh, Filme, die natürlich furchtbar cheesy sind, aber wer da, geein, äh, wer da Spaß dran hat, sich die anzuschauen, mm. ähm, der wird da vielleicht die ein oder andere Parallele dann wahrnehmen, wie gesagt, es gibt verschiedene Geschichten, warum ähm, die äh, all die Angaben, die Sean Manchester gemacht hat, zumindest nicht verifizierbar nee. sind. Genau, es ist natürlich auch praktisch, dass der Sarg mit dem Vampir dann auf einem anderen Grundstück aufgetaucht genau. ist, denn wenn er das auf dem Friedhof gemacht hätte, dann wäre es natürlich aufgefallen. Wir müssen noch nachtragen, dass David Farrand 2019 verstorben ist. Mhm. Und, naja, also die beiden haben sich im Prinzip bis zu Farrens Tod gezopft. Also, die waren sich nie wirklich grün, wobei der Manchester dann noch irgendwie doch ganz nette Worte äh, im Nachruf gefunden hat und es zumindest so dargestellt hat, als äh, hätte er ihm ja vergeben und es sei so traurig, dass er jetzt ins Grab gehen musste, ohne zu wissen, dass Manchester ihm ja vergeben hätte. Also, das klingt natürlich auch ein bisschen gönnerhaft. Ähm. Und es ist klar, dass das Manchester, denke ich, da auch die Gelegenheit genutzt hat, um sich irgendwie nochmal selbst darstellen zu wollen. Äh, ich will ganz kurz, den werden wir euch verlinken, den Nachruf, weil das finde ich ja. so bezeichnend, den, das Ende dieses Nachrufes, was dann Manchester auf Ferrin, den er ja Zeit seines Lebens im Grunde immer beschimpft hat, Als Verbrecher, Verbrecher bezeichnet, bezeichnet hat und dass er Unsinn erzählt hat. Und der letzte Abschnitt dieses Nachrufs, den er geschrieben hat, ich will ihn auch mal einmal übersetzen, in dem unwahrscheinlichen Fall dass ein Film aus unserem halben Jahrhundert der Dramen gedreht wird, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass die letzte Szene, in der ich David Ferrand auf seinem Sterbebett in einem Pflegeheim in einem ungesunden Stadtteil von London besuchen würde, als poetische Freiheit gedreht werden würde. Aber wie der Film Bo Brummel von 1954, wo das Ende eine Versöhnung auf dem Sterbebett zwischen einem sterbenden Brummel und George IV ist, hat es im wirklichen Le ist das im wirklichen Leben nicht passiert, wenn mir nur einer von David Farrands sogenannten Freunden gesagt hätte. <laughs> Okay. Ja, also ich hätte ihm ja vergeben. Also, das, auch, vergeben. Ja, ja. Also das äh, ist natürlich auch nochmal, zeigt auch nochmal vielleicht etwas über die Persönlichkeitsstruktur. Interpretieren könnt ihr das selber. Ähm, aber schon mal festlegen für Drehbuchautoren, äh, falls dann doch nochmal ein <laughs> Film über mein Leben gedreht wird, wie, ja. wie die letzte Szene sein soll. Kann man, kann man halt machen. Ähm, äh, aber ja. Also die, die Geschichte ist eigentlich gar nicht so spannend. Das ist eigentlich so eine kleine Fußnote bei den Highgate Vampire. Und wenn man dann anfängt, darüber zu recherchieren, findet man dann immer noch die letzte lebende Ehefrau von David Ferrand, die inzwischen auch Bücher schreibt. Mhm, eine Website hat und auf Twitter aktiv ist. Wo so. dann ganz, ganz viel Kram zusammengeschrieben wird. Da stellt sie dann plötzlich Verbindungen her zwischen Springheel Jack, gab es ja auch mal eine Hochsiller-Folge. Und dem Highgate Vampire. Das ist ein Artikel, der beginnt mit: War das eine Persönlichkeit? Nein, vermutlich nicht. Aber und dann Gen wird wild ja. interpretiert und, und, und er, Dinge erfunden. Und ja. das ist einfach unfassbar spannend. Also, ist gute es, ist ein, es, es, sind, es sind schon Geschichten, die im selben äh, geografischen Umfeld spielen. Also, man, man kann zumindest sagen, es existierte. Also, die Geistersichtungen, die angeblichen und Springhill Jack und so, das existierte teilweise parallel. Ich ja. glaube, ganz vorsichtig formuliert äh, kann man das sagen. Aber das hat natürlich noch nichts mit nichts zu tun. Äh, die äh, sagt übrigens auch, dass sie selber an Vampire nicht glaubt. Und wer was zum ähm, Highgate Vampire ähm, wissen will, der sollte nicht ihre Seite besuchen. Das äh, fand ich auch nochmal ganz spannend. Ist auch sehr, sehr interessant, ja. Also. In der Instante Geschichte, Spring Hill Jack, eigentlich ja 170 Jahre früher als der Highgate Vampire, die ersten Sichtungen, aber das wird so alles in den ähm, okkulten Gemischtwarenladen vielleicht heute mal. Nicht der esoterische Gemischtwarenladen, von dem du gerne sprichst, Alexa, sondern der okkulte Gemischtwarenladen, der hier aufgemacht wird und da Dinge werd, äh, verbunden werden. Und äh, ja, es gibt dafür eine Leserschaft, es verkauft sich gut. Ähm, und äh, ja, im Grunde genommen äh, haben äh, ist die Geschichte der eigentlichen Sichtung gar nicht so spannend. Wir haben gar nicht darüber gesprochen. Natürlich kann es Sichtungen gegeben haben und Nebel und ein Friedhof und mit Statuen. Da könnten wir jetzt viel über Wahrnehmungspsychologie reden, aber es lohnt sich auch gar nicht, weil erst nach diesem Leserbrief von David äh, Ferent. Leute angefangen haben und gesagt haben, ja, ich habe da auch was gesehen. Aber das war mal eine Frau, mal war es ein Mann mit einem Zylinder, mal war es ein, ein schemenhafter Radfahrer, genau, wollte ich gerade erwähnt haben. Das heißt, in allen Sichtungen, die von einer etwas merkwürdigen Gestalt rund um das, um den Highgate Cemetery berichtet haben, gibt es auch keine Übereinstimmung. Das heißt, dann müsste sich also auch dieser angebliche Vampirgeist oder was auch immer, jedes Mal was Neues ausgedacht haben, wenn er erschienen ist. Auch das ist eher ungewöhnlich, das also und 70 erscheint dann der Leserbrief und dann erinnern sich plötzlich zwei Mädchen, dass ihnen 1968 mhm. da auch was passiert ist, was sie aber vorher noch keinem erzählt haben. Und äh, was wir häufig äh, haben bei solchen Geschichten ist dann, dass gesagt wird, ja, wir haben hier einen Augenzeugenbericht von jemandem, der aber anonym bleiben will und damit ist natürlich jegliche Quellen... Kritik, Quellenrecherche ausgeschlossen. Da behauptet jemand, er hat eine seriöse Quelle, aber wir haben eben keinen Zugang zur Primärquelle. Und dann ist das halt auch gar nicht zu so verifizieren, solche Sichtungen. Genau, also wir haben wirklich auch hier vor allen Dingen einen Fall von äh, mit paranormalen Beobachtungen in die Medien kommen, in Klammern wollen. Ja. Äh, und das muss man ja auch heute sagen, das ist in vielen Fällen, merkt man das sogar an der deutschen Ghost Hunter-Szene. Mhm. Äh, zum Glück, und an der amerikanischen ja, nicht bei allen, auch. und an der, ja, von der amerikanischen wollen wir gar nicht reden, ähm, dass es sehr, sehr oft darum geht, also es gibt Gruppen, bei denen ist das nicht so, die sind wirklich positive Ausnahmen von äh, der man kann fast sagen, Regel. Mhm. Aber dass es bei vielen eben wirklich darum geht, ähm, ach, vielleicht kriege ich ja doch meine eigene Fernsehserie oder jetzt hat mich XY interviewt und dies und jenes Team begleitet und äh, jetzt will Gruppe XY das dann aber auch. Und wir machen uns dann lieber gegenseitig fertig, als dass wir irgendwie da gehen, weil wir können ja voneinander irgendwie dann die Aufmerksamkeit auch abgreifen. Ja, ich glaube, das ähm, Phänomen gibt es heute auch noch. Wir werden euch eine ganze, ganze Reihe von Quellen... Verlinken, ihr könnt euch das einlesen. Wir schauen mal, dass wir ein paar der alten Zeitungsartikel euch auch im Original nochmal bereitstellen, dass ihr euch das anschauen könnt. Hat the high in the Hamp Konnten wir leider nicht als Screenshot verwenden, wegen eben, weil es eben nicht frei, frei lizenzierbar ist. Aber es gibt Seiten, die haben das benutzt. Und dann können wir euch das natürlich verlinken. Und geht einfach mal schmökern und guckt euch an. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von YouTube-Videos zu diesem Thema, wo also Menschen das aufbereitet haben, von anderthalb Stunden über sechs Minuten, jeder so mit seinem eigenen Zungenschlag. Wir haben versucht, möglichst bereit die Geschichte zu schildern, euch einen Einblick in die handelnden Personen zu geben, haben uns jetzt gar nicht so viel Mühe gegeben zu spekulieren, was man gesehen hat, weil vermutlich gar nicht so viel wirklich gesehen worden ist unter Umständen. Und wenn was gesehen worden ist, ist es natürlich mit den typischen Wahrnehmungsgeschichten vermutlich zu erklären. Aber eine interessante Geschichte, eine interessante Fußnote von einem angeblichen Vampir. Genau und vielleicht noch mal als kleinen Nachtrag, also dieser Aufsatz von der ähm, Anna Katharina Höpflinger, der lohnt sich ja. mm, ähm, schon insgesamt. Nicht in allen Punkten wie gesagt ähm, bin ich so ganz mit ihr äh, einverstanden oder mit ihrem Ansatz einverstanden. Aber was ich vor allen Dingen spannend fand, war, dass sie noch mal herausgestellt hat wie sehr ein, ein Friedhof doch ein, ein liminaler Ort ja. ist, ein Ort des Übergangs mhm. und ein Ort, an dem, an dem sich ja die Lebenden und die Toten auch ja vermischen, klingt jetzt falsch, aber Treffen, also die, die wie, wie, so ein, wie der Friedhof als Tor zwischen ja. diesen Welten und was er durchlässig ist. Genau, und dass in unserer Vorstellung eben auch eine wie auch immer geartete Interaktion unter Umständen stattfinden kann, je nachdem, wie weit unsere Fantasie in dem Bereich geht und welchen Vorstellungen wir anhängen. Und äh, das äh, kann man sich ganz gut äh, anschauen, auch die verschiedenen Arten von wiederauferstandenen Toten und von Geistererscheinungen. Das ist äh, sicherlich ganz hilfreich als Darstellung. Genau, der wird natürlich auch verlinkt. Und jetzt wollen wir aber nochmal erfahren, ob es auch noch ein Grab gegeben hat, auf diesem Friedhof, wo schon ganz viel ist. Wir hätten auch noch erzählen können, dass Karl Marx äh, Grabstätte ständig beschmiert wird mit unterschiedlichsten Parolen Oder aus unterschiedlichen äh, äh, politischen Lagern. All das kann man natürlich nachlesen, aber das Grab mit dem Buch was dann geöffnet werden musste oder auch nicht das würde mich jetzt auch noch mal interessieren die auflösung die Geschichte die ich am Anfang erzählt habe von dem Grab auf dem Highgate Friedhof das geöffnet werden musste weil ein Buch herausgeholt werden musste ist tatsächlich so passiert. Es handelt sich um das Grab von Elizabeth Siddal. Das war eine Malerin und Dichterin, die mhm. aber auch gleichzeitig Muse und Ehefrau von Dante Gabriel Rossetti gewesen ist, einem Maler der pre und äh, der hat auch also äh, Elizabeth Siddle, sollte ich noch dazu sagen, hat gelebt von 1829 bis 1862. Mhm. Hat ein ganz trauriges Schicksal hinter sich. Das würde jetzt zu weit führen, äh, das zu beschreiben. Sie ist eben auf dem Highgate Friedhof begraben worden. Und Dante Gabriel Rossetti hat eben auch gedichtet. Und er war vom Tod seiner Ehefrau und Muse so tief getroffen, dass er dachte, er würde nie wieder dichten, jetzt wo sie nicht mehr da ist. Und hat dann eben seinen Gedichtband, den es sonst nirgendwo mehr gab, ihr mit ins Grab gegeben. Und dann hat er aber irgendwann gedacht, ich möchte die doch veröffentlichen. Es geht doch irgendwie weiter. Und musste irgendwie an seine Gedichte drankommen. Und die waren ja anders nun wirklich nicht mehr wieder zu. Erlangen. Und dann hat er sich eben an die Behörden gewandt, hat gesagt: Ich möchte das unbedingt machen, bitte, bitte. Und äh, dann wurde das Grab geöffnet. Er war selber nicht dabei und das Ganze fand auch in der tiefsten Nacht statt. Und äh, der äh, Mensch, der dann dabei gewesen ist, der diese Exhumierung äh, vorgenommen hat, der äh, sein Agent war, Charles Augustus Howell, der hat dann hinterher gesagt: Sie hätte da im Grab gelegen und ihr Haar sei weitergewachsen und hätte den. Ganzen Sarg ausgefüllt und sie sei so schön gewesen, noch im Tod. Und so und hat dann eben das Ganze sehr romantisiert dargestellt, aber sie haben das Buch zurückgeholt. Hm, schon auch eine ziemlich verrückte mhm. Geschichte. Ähm, rothaarig war, soll sie ja, auch. Ja, ja, lange, sein. also hüftlange, kupferrote Haare hm. soll sie gehabt haben, so heißt es immer. Hm, vielleicht dann doch auch ein bisschen viel Bram Stoker gelesen, auch in diesem Kontext. Ja, man muss ein bisschen an die Lucy denken, ne? hm. Lucy Westerner. Damit sind wir am Ende der 302. Episode von Hoxilla. Wir hoffen, dass euch das Thema interessiert hat, dass ihr es spannend gefunden habt. Wie gesagt, schmückert in den Quellen auf huxler.com gerne nach. Wir bedanken uns nochmal ausführlich hier ganz kurz äh, bei all denjenigen, die uns jetzt schon unterstützen, die sagen, macht das mal hauptberuflich, das finden wir ganz cool, das ist mir ein Euro im Monat wert oder zwei Euro im Monat wert oder... Haben wir auch schon gehabt, dass Leute gesagt haben, naja, dann trinke ich halt ein Bier weniger und dann sind es halt 5 Euro im Monat. Also jeder wie er mag und alle, die es eben nicht können, gerade in schwierigen Zeiten, die wir aktuell haben, eben kein schlechtes Gewissen. Wir sprechen nach wie vor davon, dass 5% der HörerInnen uns vielleicht unterstützen, dass wir danach fragen und damit 95 Prozent dann auch davon profitieren können. Und der Plan sieht nicht so schlecht aus aus. Insofern dafür nochmal vielen, vielen ja, Dank. Und als kleinen Rausschmeißer, bevor dann mein Sprüchlein zum Ende der Episode kommt, haben wir noch einen Einspieler bekommen von unserem Podcast-Kollegen, dem Lars Naber vom Auf-Distanz-Podcast, Podcast, den ich selber wirklich ganz regelmäßig höre, ein fantastischer Podcast zu Raumfahrt und Astronomie und Lars, der quasi auch schon fast ein Freund des Hauses ist, hat dann auch nochmal ein paar Sachen eingesprochen zum 300. Jubiläum sozusagen und das würde ich gerne nochmal einspielen, als kleinen Rauschmeißer nicht unhöflich gemeint zu dieser Episode. Und wir freuen uns darauf, euch ganz bald wiederzuhören. Und bis dahin natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Hallo. Hier ist Lars vom Podcast auf Distanz. Ich hatte mir schon ein paar Sachen überlegt, über die ich zur 300. Episode von Hoaxilla sprechen könnte. Und dann hörte ich mir nochmal an, was ich zur Episode 250 aufgenommen hatte. Und danach musste ich dann direkt neu anfangen, denn in der Aufnahme zu 250 war eigentlich alles schon drin, was ich sagen wollte. Also nochmal von vorn. 300 Episoden und dazu so, so viel mehr, wie zum Beispiel die Gespräche bei den Wild Mikes, die hier bei diesen Episoden von Hoxilla nicht einmal mitzählen, die ich aber dank euch, Alexa und Alexander, auch als Podcast hören kann. Und dann tut ihr noch Dinge für euren Lebensunterhalt, seid in anderen Medien präsent. Das alles und so viel mehr. Da habe ich einfach wahnsinnig Respekt vor. Ich höre Hoaxilla seit 2013 und damals waren schon fast 100 Episoden erschienen. Die musste ich dann natürlich alle erstmal nachhören. Hoaxilla war damals der zweite Podcast überhaupt, den ich regelmäßig hörte und höre. Das andere Projekt aus der damaligen Zeit, das hat schon lange aufgehört und gibt's nicht mehr. Natürlich kamen im Laufe der Zeit viele andere Podcasts in meinem Podcatcher dazu und einige sind auch wieder verschwunden, aber Hoxilla ist eben das Projekt, das ich am längsten konstant höre und abonniert habe. Und ich höre es immer noch genauso gerne wie früher, eigentlich sogar noch lieber, denn Hoxilla hat sich über die Jahre auch weiterentwickelt. Ihr Alexa und Alexander, ihr habt es geschafft, dass Hoxilla Hoaxilla blieb und trotzdem habt ihr auch immer wieder nochmal andere Themen mit aufgegriffen und darüber gesprochen. Und da sind so wahnsinnig wichtige Sachen dabei. Ich gratuliere euch und danke euch für 300 spannende Episoden. Ich freue mich sehr, euch zu kennen und wünsche euch für den großen Schritt in eure Zukunft mit Hoxilla ganz, ganz viel Erfolg. Euer Lars. Der Hoxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig. Und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf Huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@troxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast Seiten, die uns führen.